Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute geht es um den Rotkohl. So einen schönen Rotkohl habe ich in meinem Garten geerntet. Ein Korb ist 2 Kilo 760 Gramm, habe ich gerade gewogen. Richtig schöne große. Und die zwei möchte ich gerne jetzt verarbeiten, haltbar machen. Möchte ich heute aber nicht kochen. Nicht so richtig einkochen. Dafür habe ich aber ein Video bei mir. Könnt ihr einfach in die Suchleiste schreiben, Rotkohl haltbar machen von Kalinkas Küche und dann bekommt ihr das gleich, das Video zu sehen. Heute möchte ich einen Kopf fermentieren in so eine Gläser wie Bügelgläser oder kann man auch die Weggläser dafür nehmen, es ist auch gut, weil es ist besser, dann kann diese Gärgase entweichen. Und dann eine sowie Salat. Den muss aber wirklich kalt stellen. Und mache ich einfach in so eine Gläser und stelle ihn im Kühlschrank. Und im Kühlschrank oder im kalten Keller wird es auch halten, hält das es bis zu Frühjahr. Da könnt ihr bis zu früher noch richtig knackige Rotkohlsalat genießen. Jetzt mache ich meine Kamera nach unten und zeige ich, wie alles ich es zubereite. Und ich werde benutzen Handschuhe und liebe Freunde, verurteilt mir nicht, wenn ich mal ab und zu nehme die Handschuhe. Außerdem, ich schmeiße die nicht gleich sofort weg. Ich schmeiße die nur dann weg, wenn schon mein Finger guckt das raus. Und ich weiß, dass unsere Omis und Mamis alle ohne Handschuhe es gemacht und so weiter. Aber unsere Omis nicht vor die Kamera gestanden und ihre Hände nicht gezeigt. Weil wenn man dann was anderes zubereitet und zeigt man die so eine gefärbte Finger, dann wird es wieder so eine Kommentare, oh mein Gott, mach deine Hände sauber und so weiter. Deswegen zum Kneten und zum Schneiden verwende ich heute auch Handschuhe. Es passiert ganz selten, dass ich die verwende, aber es muss manchmal auch sein. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Ja, und noch was. Dann wird bestimmt gleich Kommentare kommen, Luba, was ist mit deinen Haaren los? Die sind einfach nur hinten mit der Klammer zugeknipst, dass mir keine Haare reinkommen. Normalerweise bei so einer Arbeit mache ich mir doch drumherum um den Kopf, weil die Kamera nach unten ist, sieht man das nicht, was ich auf meinem Kopf habe. So, liebe Freunde, aber jetzt viel Spaß beim Video anschauen. Wie gesagt, einen Kopf mache ich für Salat und ein zum Fermentieren. Fermentierte Kohl muss stehen bis 6-8 Wochen, nur dann ist es wirklich sehr gut und nicht gummig und passt richtig dann zum Weihnachtszeit. Fermentieren werde ich mit dem Apfel, gebe ich noch mal ein bisschen von Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, eventuell kann man auch Chili oder noch was anderes dazu geben und ich gebe dann ein bisschen Pfeffer aus der Mühle, kann man auch Pfefferkörner nehmen. Als erstes werden wir Kohl einfach schnippeln und dafür habe ich so eine Reibe. Wenn ihr wollt so eine besorgen, kann ich euch Link unten in die Beschreibung stellen. So, jetzt habe ich den Kohl sauber gemacht, die ersten Blätter abgemacht, bisschen auch mit kaltem Wasser abgespült. Jetzt mache ich die ganzen Wassertropfen noch weg und jetzt können wir anfangen in klein schneiden. Erstmal schneide ich 4 Teile, weil dann ist das einfacher, das zu schneiden. Der Rotkohl ist richtig hart. Da muss man schon ein bisschen Kraft anwenden, ihn durchzuschneiden. Oh, was für wunderschöne, wirklich ein Blaukohl. Schöne Farbe, schöne Marmorierung. Lege es mal an die Seite. Der blaue Kohl erfärbt unheimlich, deswegen auch die Handschuhe. Und wenn ihr keine so eine Reibe habt, dann hält ihr einfach oben hier und schneidet ihr mit Messer so lang. Es ist aber wirklich eine sehr
ihr Arbeit, weil Kohl ist hart. Ich nehme aber Reibe, weil das geht viel schneller, weil ich habe hier gleich drei Messer. Und dann geht es los. Wenn schon kleine Stückchen übrig geblieben, musstet ihr wirklich auf euer Kind aufpassen, weil das sind die drei Messer. Ich schneide meistens dann mit den Messern. Und so eine grobe Stücke auch. Wenn wir ein jetzt fertig gemacht haben, kommt auch ein Apfelchen. Es ist wirklich so ein ganz kleiner und reibe ich ihn auf die große Reibe. Ich habe ihn abgewaschen, er ist richtig lecker aus dem Garten und reibe einfach rein. Kann man ihn stiften, aber es spielt keine Rolle, kann man einfach reiben. Für so einen großen Kopfkohl reicht auch ein großer Apfel. Und dann kommt die nächste vierte. Und so erstmal schneide ich komplette Kohl und stapele ihn in so einen großen Topf. Topf oder Wanne muss man nehmen, irgendwas Größeres, dass man danach besser auch zum Kneten ist. So, Kohl habe ich geschnibbelt. Ich habe jetzt 3 Kilo gemacht, weil ich habe davon 3 Köpfe und habe dann von einem dazugegeben. Es ist besser auch zum Rechnen. Und für 1 Kilo Kohl brauchen wir 20 Gramm Salz. Salz bitte, kein iodiertes und so Steinsalz, ohne irgendwelche Zusätze. 60 Gramm für 3 Kilo, vielleicht hört sie sich viel, ist das aber nicht. Wenn wir zu wenig Salz reinmachen, den Kohl wird wirklich so lasch und matschig, wird weich. So, und jetzt unsere Aufgabe, jetzt das alles schön durchkneten, dass den Kohl richtig saftig ist, bevor wir das in die Gläser füllen. Eine fantastische Farbe, schaut ihr. Wahnsinn. So richtig schön durchgeht. Von unten nach oben nehmen. Deswegen am besten richtig schöne große Schüssel nehmen. Am besten so eine Wanne. So, Kohl habe ich richtig gut geknetet. Die sieht richtig schön feucht. Unten auf den Boden gebe ich so ein Loberblatt und ein paar Wacholderbeeren. Also, wir haben noch keinen Pfeffer reingemacht. Wenn ihr das mögt, könnt ihr nehmen. Natürlich wäre jetzt ein bisschen aus der Mühle, aber meine Hand ist so dreckig, ich nehme so einen schon feinen und gebe rein. Nochmal verknete ich das mit dem Pfeffer. Kann man auch andere Gewürze dazu geben. Wie gesagt, auch Ingwer kann man dazu geben und Chili, ist kein Problem. So, haben wir das jetzt und jetzt werden wir stapeln in den Glas. Erstmal geben wir ein bisschen und dann müssen wir schön fest drücken oder mit den Händen, wie ich jetzt mache, oder nimmt einen Stamper. Richtig fest. Das ist sehr wichtig bei Fermentieren. Dann kommt die nächste Schicht. Und so, bis wir Glas richtig voll haben. Und nach jeder Schicht drücken. Und dann wird er sehen, wie tritt den Saft aus dem. Richtig mit voller Kraft. So, also diese 3 Kilo ist nur hier ganz kleine Klecks übrig geblieben. Ist noch bisschen Saft da drinnen. Vielleicht werden wir das sogar noch brauchen. Schaut, ich habe jetzt die alle richtig schön fest gestampelt. Dass den Saft, was ausgetreten aus dem Kohl, steht oben drauf. Und das ist sehr wichtig, dass der Saft oben drauf steht. Wenn wird es so ein Fall sein, dass es kein Saft draufsteht, könnt ihr euch eine Salzlake 2%ige anrühren. Es heißt auf 1 Liter Wasser 20 Gramm Salz einfach auflösen und dazugeben. Aber das passiert ganz, ganz selten.
Obendrauf müssen wir das alles abdecken, dass den Kohl nicht nach oben schwimmt. Und wenn ihr nur einen Kohl habt, dann bereitet euch gleich diese paar Blätter von oben einfach an die Seite, dass ihr dann später was zum Zudecken habt. Ich lege jetzt ihn hier drauf. Richtig so, richtig stample. Dass die kleinen Parteien nicht nach oben schwimmen. Sehr gut. Und dann am besten natürlich Gewicht reinmachen. In meinem Fall nehme ich sowas. Wenn es nicht passt, ich habe mir so angepasst. Einfach ein bisschen abgeschnitten, dass er passt hier rein. Dann probiere ich, wie es das mit dem Deckel ist, dass es drückt. Nein. Dann kann ich auch zweite reinsetzen. Das Wichtige ist, dass die ganze Flüssigkeit oben steht, so, und den Kohl ist unter die Flüssigkeit. Deckel zu, und ihr seht, ich habe jetzt die Gummi von dem Deckel abgenommen, dass die ersten Tage Gärgase rauskommen können. Und es kann unterschiedlich sein. Es kann mal 3, 5 bis 7 Tage sein. Ihr werdet sehen, wenn es hört auf zu schäumen, dann könnt ihr dann die Gummi drauf machen, festzuschließen und irgendwo kalt stellen. Kalt stellen ist sehr wichtig, weil dann wird es ein langsamer, einen schonender Fermentationsprozess gehen und wird nicht zu so bissig saurem Produkt am Ende sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Was ist noch wichtig jetzt ist, die erste Zeit drunter ein Teller stellen oder sonst was. Es ist unterschiedlich, kann gären. Wenn wir ein bisschen zu voll gemacht haben, dann könnte es austreten, dass bei euch auf den Tischplatte nicht alles verträgt wird. Einfach Teller drunter stellen. Und jetzt machen wir noch ein, denn mein Lieblingsglas. Ich liebe ihn, weil er hat so einen breiteren Hals. So ein. Ein Blatt hier reicht es nicht. Brauchen noch ein kleineres. So, jetzt haben wir alles. Schaut, schön fest. Und wenn zum Beispiel jetzt wenig Flüssigkeit hätte, könnte ich jetzt diese Flüssigkeit auch noch dazu geben. Aber es ist voll ausreichend. Und in dieses Glas passt diese Glasschälchen. Perfekt. So, und stelle auch unbedingt auf den Teller. Und so genau den dritten. Erstmal räume ich erstmal ein bisschen auf und dann müssen wir jetzt den zweiten Kohl einfach nur schnippeln, ohne Apfel dazwischen, nur einfach klein schneiden für den Salat. So, und den zweiten Topf habe ich auch schon jetzt geschnippelt. Hier ist jetzt nur blanke Rotkohl. Und jetzt werden wir würzen. Salz ist genauso wie beim Fermentieren. 20 Gramm pro 1 Kilo Rotkohl geben wir jetzt drauf. Und Salz nicht iodiert. Dann habe ich hier 300 Milliliter Apfelessig. Dann brauchen wir noch Zitrone. Eine Zitrone habe ich jetzt schon ausgepresst. Mal schauen, wie viel wir Esslöffel bekommen. Es wäre gut, wenn wir pro halbe Kilo ein Esslöffel Zitronensaft haben. Das heißt, dass wir brauchen 6 Esslöffel. 7. Gebe komplett weg. So ungefähr bei mir weggegangen. 1,5 Zitrone. Unsere Aufgabe, das alles jetzt zu kneten. Durch die Säure schaut, wie unser Kohl so pink geworden. Und fangen wir jetzt zu kneten. Duftet aber. Wunderbar. Wenn ihr möchtet, kann man auch hier einen Apfel reinreiben und auch anwürzen. Aber so einen Salat kann man dann aus dem Glas rausnehmen und danach würzen, wie man gerne macht. Und wenn ihr habt ihr dann Gefühl, dass vielleicht sehr stark nach Apfelessig schmeckt, kann man ganz kurz unter dem kalten Wasser abspülen und danach einfach anwürzen mit Öl, bisschen Zitrone und ist Salat schon fertig. So, das reicht schon. Deswegen würze ich jetzt groß nicht. Wenn dann später vielleicht doch muss man abspülen, spült man die alle Gewürze weg. Kann man probieren,
Ja, jetzt momentan schmeckt natürlich sehr stark nach Apfelessig, aber ist auch normal. Der Kohl noch nichts was reingezogen. So, und jetzt können wir in unsere saubere Gläser alles füllen. So, füllen wir jetzt in die Gläser rein. Und wir müssen wirklich auch so wie beim Fermentieren richtig reindrücken, stapeln. Deswegen nicht gleich voll machen und dann drücken. Richtig schön fest drücken, so wie ihr es könnt. Und so füllen wir bis hier, bis zur Schulter, nicht ganz nach oben. Dass wir oben dann Flüssigkeit haben, weil die Flüssigkeit schützt dann unseren Salat, unsere Kohl dann von den Verderben. So, und wenn er das richtig schön festdrückt, dann kommt gleich den Saft nach oben. So, das wird dann schon auch reichen. So viel habe ich jetzt den Platz. So, fülle erstmal alle Gläser voll und ich gezielt nehme diese länglichen Gläser, weil die schmal sind und passen die sehr gut in den Kühlschrank und nehmen die dann nicht so viel Platz weg. So. Den Kohl habe ich jetzt alles in die Gläser verteilt. 5 Gläschen habe ich bekommen und hier ist noch sehr viel Saft übrig geblieben. Und den teile ich so in diese 5 Gläser auf. So dass überall kommt von diesem Saft erstmal ein bisschen. Es kann man jetzt mitten ein so ein Stückchen Kohlblatt zudecken. Muss man nicht unbedingt, aber wenn ihr was an die Seite gelassen habt, kann man auch zudecken. So, jetzt haben wir überall ein Blatt reingelegt und jetzt müssen wir unsere Gläser etwas voller machen. Und ihr könnt filtriertes Wasser nehmen oder abkochendes Wasser abkühlen lassen und dann dazugeben. Ich gebe es so, dass nur die Gewinde frei ist. Danach zudrehen und in den Kühlschrank stellen. So einfach ist das. Einfach blankes Wasser, ohne Salz, ohne nichts. Der Rand müsst ihr auch sauber machen, das habe ich euch vergessen zu sagen, aber ich glaube, das wisst ihr auch selber, dass auf die Sauberkeit muss man wirklich achten. Ganze Glas habe ich jetzt verbraucht. So, und das geht jetzt in den Kühlschrank, unbedingt in die Kälte muss stehen. Und dann könnt ihr bis zur Frühe diese leckere Kohl genießen. So, liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig, haben wir unsere Kohl haltbar gemacht, unsere eigene Kohl aus dem Garten. Einmal haben wir fermentieren lassen und einmal einfach einen Salat gemacht. Und ich wünsche euch, liebe Freunde, viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich würde mich natürlich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und vergisst nicht, wenn ihr das fermentieren lässt, unbedingt einen Teller drunter stellen. Und der Fermentieren muss bei Zimmertemperatur Rotkohl mindestens 5, manchmal bis 7 Tage. Danach muss er auch wieder kühlgestellt. Und die Gummi nicht vergessen, nach dem Gärungsprozess reinzumachen. Dann kann euer Kohl auch ganzes Jahr stehen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!